Hallo und herzlich willkommen zu The Order 1886. Ich bin der Lautschmer. Jawohl, und das ist Episode 4. Genau. Und wir müssen zum Krankenhaus gelangen. In der letzten Folge hatten wir ja eine Sitzung beim Orden. Und irgendwie schwant uns was, dass da irgendwie ein Verräter oder sowas in unseren eigenen Reihen ist. Also, ist nur so ein Gefühl von mir, aber ich weiß nicht. Wir gehen der Sache nach. Und was war eigentlich noch passiert in der letzten Folge? Muss ich selbst mal überlegen. genau. Wir haben Q, haben wir getroffen. Und Q, also ich sag mal Q, weil er auch so ein Erfinder ist wie bei James Bond. Ja, und der hat uns ein paar Gimmicks gezeigt, was er so gebastelt hat. Und ich denke, da können wir im Laufe des Spiels noch einiges davon benutzen. Ja. Schauen wir mal. Und jetzt geht's hier weiter. So. Sieht schon geil aus hier. Also ich bin immer noch fasziniert von der Grafik. So, wir heben mal darüber. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Was für eine Waffe haben wir denn ausgewählt? Ah, das können wir jetzt noch gar nicht machen. Okay. Wir gehen mal hier hoch. Ja, sehr rustikal die Tür geöffnet. Wobei, das war ja eigentlich gar keine Tür. Was haben wir denn hier? Die Asche ist noch warm. Interessant. Was? War da was? Nee. Okay. So. Wir schauen uns wieder genau um. Das ist das A und O. Oh, das wisst ihr ja selber. So, so. Hallo, Jungs. Hallo. Komm, wir reden mal mit dir. Lafayette. Ein Apfel. Aha, nochmal. Nochmal was. Okay. Die neue Waffe. Bam. Hey. Na los, mach Kleinholz aus ihm. Wollt ihr mehr? Was geht denn hier ab? Können wir hier eingreifen? Hallo? Wie ein angestochenes Schwein! Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Shelter? Bleib unten, dummer Penner. Das sieht doch sehr einladend aus. Also, da würde ich auch reingehen. Seltsamer Ort. Wow. Also atmosphärisch, ne? Immer noch der absolute Overburner. Ich bin voll drin. Deswegen ist es immer schwierig, hier und da was zu sagen, weil man saugt die ganze Atmosphäre auf und man ist einfach nur geplättet. Deswegen will man am liebsten selbst den Schnabel halten. Aber wir gehen mal weiter. Sie sagen euch, es war niemals besser. Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliche Slums, manche nicht mehr als ein paar elende Baracken. Lange Stunden in Fabriken für einen Hungerlohn. Und eure Bosse sagen euch, dass ihr für ein paar Cents auch noch dankbar sein müsst. Kinder schuften sich zugrunde in der schwarzen Hölle der Minen, während die feinen Herren von silbernen Tellern speisen.
Ist das das England, das wir wollen? Was müssen wir tun? Das riecht nach Ärger. Ganz genau. Brüder und Schwestern. Geh durch die Gasse. Was für eine Gasse, die da? Schließt euch und an. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Nieder mit der Königin. Du weißt es. Nieder mit dem Empor. Nieder mit der Königin. Deinetwegen ist sie tot. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Lassen Sie mich hier. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Aha. Reden die von Jack the Ripper? Wir sollten durch diese Tür gehen. Könnte sein, ne? Ah, okay. Halte L2 gedrückt, um den Luftzylinder aufzutreiben und den Schließzylinder freizulegen. Okay. Ah. Nee. Halte gedrückt und rotiere. Ah, okay. Ne? Ne? Jetzt aber, oder? Mehr noch nicht. Och, sag mal. Der eine? Eieiei. Och, komm, ich stelle mich ja hier wieder an. Mach mich hier wieder zum Horst. Wow, mir fällt. Immer nochmal neu. Alles auf Anfang. So. Ah, ja. Jetzt, nö, fast. Der letzte, ne? Der letzte Trick, sag ich. Aber jetzt, nee, immer noch nicht. Jetzt aber, jawohl. Okay. So, jetzt haben wir da fast eine Minute dran verbracht. Oder noch länger. Jetzt gehen wir mal rein. Aber jetzt... Dieses System geht uns auch noch. Irgendwann ganz automatisch über. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Bosworth. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Ja. Das war mir klar. Du alter Lustmolch. Ja, sind wir hier schön im Puff gelandet, hä? Huh? Ich hab's nicht eilig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Schatz. Zelda? Deine
Oh, aha. Wird da heimlich Werbung gemacht? Das müssen wir uns natürlich mal genauer anschauen. Aha, okay. Ja, also da scheint es nichts Verdächtiges zu geben. Da können wir mal weitergehen. Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Sie wissen, dass man. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gern. Oh, was haben wir hier? Major General Lafayette, Veteran der amerikanischen Armee, zu Ihren Diensten. Stell dir das vor, Amerika! Ich gehe aber mal da runter, ich wollte mal gucken, was da noch so ist. Aha, ein Roulette-Tisch, sieh mal an. Die Raben von London, sie organisieren sich. Okay. Aber sonst gibt es da nichts Auffälliges. Was wird denn hier gezeigt? Wie jemand badet? Eine Badeshow? Naja. Da gehen wir mal weiter. Hallo? Sie wissen, dass man über große Nasen sagt. Die Füße. Nasen auch. Ja, über großen Nasen, ja. Ne? Alles klar. Sie sind Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Aha. Okay. Das mal eine Mission nach meinem Geschmack. Bist du schon so aber dringend renovierungsbedürftig hier, ihr Etablissement. Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Nein. Und gleich nochmal. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Komm her, du Drecksack. Komm, ich tue schon jetzt. Und zack. Yeah. Nette Waffe. So, das hast du jetzt davon. So ein Weg zum Krankenhaus, okay. Können wir da raus? Ja. Hallo, Monsieur. Was machen wir jetzt? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ah ja, okay. Du hast schon einen Weg gefunden. Ja. Und da hoch wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Okay. Weiter geht's da. Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und aha. Los. Lafayette. So, da geht's weiter. So. Wir beeilen uns ein wenig. Und weiter geht's. Das war ein Stich ins Wespennest. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Oh, was haben wir denn hier? Hier leuchtet was.
Ah ja, okay. Ah, hier können wir was. Und Button Smashing ist wieder angesagt. Komm, 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 komm. Alter. So. Okay. Ja, war ja klar. Hier können wir was machen. So. Weiter geht's. Jetzt. Ah ja. Ah, okay. Alles klar. Können wir hier rein? Nein. Dann gehen wir halt hier runter. Wo ist denn unser Franzmann? Kommt der eigentlich mit? Ah, da ist er ja. Rebell erledigt! Sicher! Die Dächer sind vielleicht nicht die beste Wahl. Vielleicht haben sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Oh, was haben wir denn hier? Gut. Nehmen wir auch mit. Zack. Ihr führt einen Weg hinaus. Will das auch noch nehmen? Naja, das ist uns lieber. Ja, wir bleiben mal dabei. So. Können wir loslassen? Ja. Hey. Ja, dann bleib halt. Dann bleib halt drin. Oh, 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 oh. Ah, zack. Professor. Ja, ja. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Können Sie die Augen offen. Wir wollen nicht für weitere Unruhe sorgen. Jetzt mir schon die ganze Zeit. Okay. Sind wir wieder hier? Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Los! Lafayette, ziehen Sie den Kopf an! Wir müssen den Scharfschützen aufschalten. Oh, fuck! In Deckung. Kurz mal erholen. Hey. Holt mal jemanden. Wow. Kämpfe dich durch den Hinterhalt der Rebellen. Machen wir doch. Ich lade nach. Ah, fuck. Nein, nein, nein. Schnell, 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 schnell. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Entdeckung. Nein, wir sind tot. Shit. Okay, okay, okay. Passiert. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Ab zu dem Morgen, Sir. Wieder Entdeckung. Entdeckung, Mann. Mach du einmal das, was ich dir sage. Oh, verdammt. Dahin, da ist eine bessere Waffe. Nein, da haben wir Munition. Okay. Haben wir auch wieder erwischt. Hammer. Oh,